Guten Abend, das hätte heute ein wirklich schöner Handelstag, zumindest an der Wall Street, werden können, denn der Black Friday war ein ziemlich umsatzstarker Tag. Mal schauen, wie der Cyber Monday heute ausfällt. Das war zumindest zur Erstellung der Sendung noch nicht bekannt. Aber der Black Friday, der war im Umsatz 16% höher, 16,9% höher, um genau zu sein, als im Vorjahr. Das insgesamt 5,03 Milliarden Dollar haben die Amerikaner am Freitag umgesetzt, wurde ermittelt. Neben dem starken Konsumverhalten gab es auch noch einen starken Immobilienmarkt. Es war also alles eigentlich richtig bereitet und die Wall Street begann auch ziemlich gut. Spaß macht den Aktienhändlern eben auch noch, dass die Renditen für die Staatsanleihen weiter im Keller bleiben, was zusätzlich eben die Attraktivität für Aktien durchaus hebt oder zumindest eben die Attraktivität weiter bestätigt. Beobachter glauben außerdem, dass der US-Senat vielleicht sogar schon am Dienstag über die Steuerreform abstimmen könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wie das Ganze ausgeht, weiß man nicht so genau. Einige Republikaner haben ja durchaus Vorbehalte. So muss man also ein bisschen abwarten, ob das Ganze so kommt oder ob der Senat vielleicht die Steuerreform erstmal in die Ausschüsse verweist wieder und zum Nachbessern schickt. Das könnte die Märkte, die Karten am Markt dann neu mischen und eventuell eben die Rallye beenden, die allerdings heute sowieso ein bisschen unter, ja, in eine schwierige Lage gekommen ist, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch die Rallye stützen, das muss man ganz einfach mal abwarten, denn wenn der Senat auf für den DAX wäre gut, wenn der Senat die Steuerreform beschließen würde, denn das dürfte dann wohl den US-Dollar stärken. Das wiederum wäre dann schon ein gutes Signal für den DAX, wenn es denn keine Störfeuer gibt. Heute hat der DAX durchaus unter dem Euro gelitten, das werden wir sehen. Und im Handelsverlauf der Wall Street kam dann eben Störfeuer. Japanische Medien haben berichtet, dass in Nordkorea wohl wieder mal ein Raketentest bevorsteht. Hier schnell die paar Daten, die es heute gegeben hat. Die Zahl der Beschäftigten in der Schweiz nochmal gestiegen. Fast 5 Millionen sind da jetzt abhängig beschäftigt. Und in den USA gibt es dann eben gab es die Neubauverkäufe 685.000 im Oktober, 10 Jahres hoch. Außerdem gab es den Dallas Business Performance Index, der wiederum war recht schlecht, ist jetzt aber nicht unbedingt eine der Hauptindizes für den Markt, aber immerhin, man sieht also, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, was da aus den USA kam. Beginnen wir mit dem DAX, wenn wir ganz unten auf der Skala sehen, da sehen wir die 27, das war also der Start. Wir starteten etwas unter dem Freitagsschluss, konnten das Gap allerdings schnell schließen, sind dann allerdings eben auch nicht weitergekommen, was eben am starken Euro gelegen hat. Und wie wir jetzt sehen, haben wir dann eben in der letzten Stunde zwischen 17 und 18 Uhr dann doch eine kleine Korrektur hingelegt, in der DAX dann, wie schon mal vorbörslich, also vor der Wall Street Eröffnung, mal unter die 13.000 getaucht ist. Also so richtig überzeugend ist das nicht, was der DAX zurzeit hier präsentiert, würde ich doch mal meinen. Wir haben hier schon ein bisschen Abwärtstrend. Wir versuchen zwar da oben immer irgendwie rauszukommen, das gelingt uns aber nicht so richtig. Die Bullen haben da nicht die entsprechende Stärke. Und ja, der Tenkan ist inzwischen auch unter den Kijun gerutscht. Im Prinzip ist das schon fast ein astreines Verkaufssignal. Der hellblaue Nachläufer ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, noch nicht ganz unter den Kursen. Aber das sieht jetzt nicht so gut aus. Das sieht fast nach Retest der 12.847 aus. Auch wenn man natürlich sagen muss, man könnte auch hier unten noch so einen kleinen Aufwärtstrend reinzeichnen, sodass wir eigentlich so um 12.950 nochmal eine Unterstützung haben und insgesamt also hier eher so ein Dreieck haben, aus dem wir erst einmal irgendwie raus müssen. Der Daily Chart sieht auch nicht so richtig bullisch aus. Wir haben hier wichtige Marken zu sehen. Auf der Unterseite ist das natürlich die 12.847, ein Doppelboden. Und auf der Oberseite haben wir den orangefarbenen Kijun. Der liegt ein bisschen tiefer als 13.215, nämlich so bei 13.190. Das dürfte dann also der entscheidende Widerstand sein.
Da müsste der DAX drüber und zurzeit muss ich eben sagen, es sieht nicht so aus, als ob die Bullen zurzeit diese Kraft entwickeln. Die kann natürlich jederzeit noch kommen, aber zurzeit, ja, schiebt er sich so ein bisschen seitwärts. Ja, hier ist Geduld gefragt, würde ich ganz einfach mal sagen. Ja, was hat die Bullen eben gestört? Das war der Euro heute natürlich, der heute über die 1,1950 mal kurz geschaut hat. Interessanterweise dann am Nachmittag ist der US-Dollar stärker geworden. Ob es irgendwelche Gerüchte gibt, dass die Steuerreform morgen durchgeht, ich habe zumindest keine gelesen. Das Einzige, wie gesagt, was die Marktteilnehmer mutmaßen, ist, dass es möglich ist, dass morgen debattiert wird und vielleicht auch abgestimmt wird, aber das heißt ja noch nicht, dass alle dafür sind. Schauen wir ganz einfach mal, wie die ganze Nummer weitergeht. Die Korrektur findet erste Unterstützung wohl dann doch so bei 1,1910 herum. Wir haben dann auch noch den Kijun, bevor wir auf die 1,1880 unser Ausbruchniveau zurückfallen könnten. Der Dow Jones hat heute sehr dynamisch begonnen, hat eröffnet, ist sofort in die 23.600 geschossen, hat dann bei knapp 23.640 auch ein neues Allzeithoch gebildet und ist dann allerdings, hat dann eben aufgrund von Nachrichten, ich gehe davon aus, dass es eben dieses Gerücht ist, dass Nordkorea einen weiteren Raketentest vorbereitet, hat der Dow Jones dann doch ziemlich heftig korrigiert. Heftig, naja, aber immerhin. Ne, wir sehen das hier, wir waren dann mal ganz schnell über 100 Punkte, nee, fast 100 Punkte tiefer, bei 23.550 wieder. Schauen wir mal, politische Börsen sind immer, ja, haben ja immer kurze, sorry, haben ja immer kurze Beine. Mal sehen, wie schnell sich die Amerikaner wieder erholen von dieser Nachricht. Zurzeit sieht es nach einem Umkehrstab aus das könnte also durchaus hier im Stundenchart zumindest mal bedeuten, dass es hier dann doch die Möglichkeit gibt, dass die Bäume auf der Oberseite erst einmal gar nicht mehr so sehr in den Himmel wachsen. Ähnliches Bild beim S&P 500, der hat auch ein neues Allzeithoch heute gebildet bei so 2606 Punkten und korrigierte dann ein bisschen. Aber auch hier sieht man natürlich letztendlich, was man bei den Amis sowieso sieht, es geht eben immer noch ein Stückchen weiter nach oben. Und ja, also so richtig korrektiv sieht hier nichts aus, ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir haben dann zur Unterstützung auch noch kurzfristig hier so einen Aufwärtstrendkanal oder so einen Aufwärtstrend, könnte man auch einen Kanal draus zeichnen. Das ist also insgesamt nicht schlecht. Der VIX bleibt auch weiterhin ziemlich niedrig, also die Volatilität auf den S&P 500 jetzt sogar wieder knapp unter 10. Also hier ist nach wie vor ja viel Ruhe angesagt. Das muss man ganz klar so sehen. Dann haben wir das Gold uns mal rausgenommen. Gold hat heute zugelegt. Flucht in den sicheren Hafen war es aber wohl dann doch eher nicht, sondern es war eben der schwache Dollar, der den Goldpreis auch bis 1300 Dollar steigen lassen konnte. Das ist dann eben auch der Grund gewesen, für den Jens weiter zu steigen. Also den US-Dollar, japanischen Yen, diesen Abwärtstrend hier weiter fortzusetzen. Wir sind jetzt an der 110,90 und im Daily Chart sehen wir, ja, noch vielleicht noch wichtiger sogar ist die 110,30. Da wären wir dann nämlich endgültig aus der Wolke raus. Und dann könnte es durchaus zum September-Tief 137 gehen, wenn es ganz blöd läuft. Aber wie gesagt, es ist ja, gibt ja die Möglichkeit, dass der US-Senat für die Steuerreform stimmt. Und das sollte den US-Dollar dann stärken und das sollte dann eben auch für US-Dollar, japanischen Yen Stabilisierung bedeuten. Der Nikkei hat interessanterweise ja in der Nacht zwar mit einer kleinen Korrektur reagiert, aber insgesamt hält er sich ganz gut seitwärts. Also den Nikkei stört zurzeit, was US-Dollar, japanischer Yen machen, nicht ganz so stark. Heute Nachmittag deutlich aufgewertet wurde der Schweizer Franken. Das sehen wir hier auch sehr schön. Euro, Schweizer Franken. Nach den guten Schweizer Daten erst einmal konnte der Euro weiter gewinnen, ist dann heute durchaus mal kurz über die 1,1720 gesprungen, konnte dann aber nicht so über das Monatshoch weiter hinweg springen, sondern es hat dann doch deutlich korrigiert. Und könnte jetzt also als nächstes erst einmal die Wolke testen, zumal wenn man sich das genau dabei 1,17 mal anschaut, dann sieht man, dass der blaue Tinkan gerade dabei ist, den orangefarbenen Kijun zu kreuzen nach Süden. Und das ist dann schon mal,
ja, kein reines Kaufvergnügen mehr. US-Dollar, Schweizer Franken eher seitwärts gelaufen. Klar, wenn es politische Krisen gibt, wie jetzt Nordkorea, wo ja Donald Trump doch sehr starke Drohungen schon ausgesprochen hat, sodass so ein weiterer Raketentest ja irgendeine Maßnahme der USA durchaus eben dann nach sich ziehen muss, dann werden ja nicht nur sichere Häfen gefragt, sondern dann ist auch der US-Dollar in der Regel immer ziemlich stark gefragt. Im Daily Chart sehen wir, dass der blaue Tenkan schon vor einigen Tagen den Kijun nach Süden gekreuzt hat, also wir hier auch wohl eher weiter diesen korrektiven Weg weitergehen. Vielleicht finden wir bei 0,9710 Unterstützung. Das wäre durchaus denkbar. Wir haben hier noch Rohöl, hat zuletzt auch deutlich wieder verloren, nachdem es ja am Freitag noch bis auf 59 Dollar ging, gab es heute doch eine deutliche Korrektur. Die OPEC trifft sich ja in dieser Woche und da erwartet man letztendlich dann eben, dass die Förderbegrenzung verlängert wird und vielleicht sogar noch ausgeweitet wird. Offenbar nehmen die Händler jetzt trotzdem erstmal ein bisschen Risiko raus. Also eine gewisse Unsicherheit, ob es denn so kommt, scheint am Markt durchaus noch vorhanden zu sein. Bitcoins springen fast auf 10.000 Punkte inzwischen. Ja, es ist einfach ein Hype und natürlich gibt es da eine Spekulationsblase, das ist überhaupt keine Frage. Wer was anderes behauptet, der muss mal erklären, warum Bitcoins in diesem Jahr um über 800% gestiegen sind. Mit Werthaltigkeit hat das sicherlich eher nichts zu tun. Aber trotzdem, Bitcoins und andere Kryptos sind trotzdem gekommen, um zu bleiben. Und es gibt einfach auch eben Dinge, die eben für Bitcoins sprechen dürften. Beispielsweise eben diese Blockchain-Technologien und anderen Technologien, die Kryptowährungen zugrunde liegen. Dadurch werden Geldtransaktionen viel billiger und das ist auf alle Fälle ein großer Verdienst dieser Erfindung und deswegen glaube ich, dass die Kryptowährungen auf alle Fälle ein Marktbestandteil bleiben werden. Die Blase wird allerdings irgendwann abgebaut werden. Man muss also das Trading hier nach wie vor sehr vorsichtig angehen, weil es kann irgendwann doch mal zu einer scharfen Korrektur geben und nicht eben dann nur mal so um 1000 Dollar. Es ist schon beeindruckend, wir waren also heute schon fast bei 9.750 Dollar. Ich denke mal, die 10.000 werden wir auf alle Fälle schaffen, aber auf der anderen Seite ist dann eben die Frage, wie es danach weitergeht. Das wird die spannende Frage der nächsten Tage oder Wochen sein, ob dann vielleicht bei 10.000 oder knapp über 10.000 Dollar eben doch mal Gewinnmitnahmen stattfinden. Da sind ja nun sehr viele auf diesem Long-Zug aufgesprungen und ja, irgendwann werden dann eben doch mal Gewinne realisiert werden. Auch Ethereum hat weiter zugelegt, ist fast bei 500 Dollar inzwischen angekommen und hat dann heute auch mal ein bisschen korrigiert, aber insgesamt sieht das Ganze doch auch noch ziemlich stabil aus. Ähnliches kann man über die Litecoins sagen, die heute Tagessieger waren sozusagen. Ach nee, es gab noch Ethereum Cash, nee, Classic heißt es, ne? Ethereum Classic. Die haben 16%, glaube ich, gewonnen. Litecoin waren dann 5,5%, aber auch nach wie vor ziemlich dynamisch dabei. Hier wäre natürlich ein schönes Ziel, die 100-Dollar-Marke, gar keine Frage. Neuseeland-Dollar hat heute deutlich zugelegt, gegenüber dem kanadischen Dollar beispielsweise. Auf 88 Cent gestiegen. Wir haben da jetzt, habe ich jetzt hier nicht mit einer blauen Linie markiert, bei 0,8820 auf alle Fälle mal einen Widerstand. Wichtiger ist aber, denke ich, der Widerstand im Daily Chart bei 0,9080. Solange wir da nicht drüber sind, wird das schwer mit der Stabilisierung. Zurzeit ist im Daily Chart ehrlich gesagt auch noch nicht viel Stabilisierendes zu sehen. Wir sind hier doch noch nach wie vor ziemlich schwächlich unterwegs. Anders ist es im Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Ja, wir haben deutlicher korrigiert, als ich das erwartet hatte. Das hatte ich schon mal gesagt. Wir haben jetzt aber die 0,6920 doch noch erreicht. Davon konnte man fast nicht mehr ausgehen, nachdem wir ja schon die Wolke hier bei 0,6860 verloren hatten. Aber inzwischen sind wir dann doch da hochgekommen. Spannende Frage ist, geht es jetzt weiter? Können wir da zum Beispiel an diesen großen Wolkenhuckel, der da am 13. bis 15. November da in dieser Richtung gewesen ist, bei 0,6950,
Da wäre ich mir nicht so sicher, denn der Tenkan und der Kijun, die sind nicht wirklich gut ausgerichtet. Kijun, die orangefarbene Linie, doch eher seitwärts gerichtet. Sehr dynamisch, der blaue Tenkan, das führt dann irgendwann zum Überkauftsein. Also wenn wir die 0,6950 erreichen, dann dürfte da zumindest mal spätestens, ja, vielleicht dann doch mal eine Konsolidierung einsetzen. Palladium hat ja am Freitag ordentlich korrigiert, ist wieder unter die 1.000-Dollar-Marke gefallen. Heute gab es wieder das Comeback. Mal schauen, ob wir jetzt wieder über die Wolke kommen und dann eben auch die 1.014,40, das Hoch von der letzten Woche, überwinden und dann eben zum nächsten Hoch kommen, zur 1027. Zurzeit ist der Ichimoku noch nicht davon überzeugt. US-Dollar, südafrikanischer Rand, eine sehr beeindruckende Bewegung heute. Die südafrikanische Währung hat heute 2,6% gegenüber dem Dollar gewonnen. Mein lieber Spahn, wir sind hier unter das bisherige Verlaufstief der Korrektur gefallen, nachdem wir auf der Oberseite halt den Widerstand nicht überwinden konnten. Und das sieht jetzt alles andere als freundlich aus. Wichtig wird jetzt die nächste Unterstützung bei 13,5380, denn da sind wir an der Wolkenunterkante. Brechen wir da durch. Ja, dann ist fast die 12,7270. Das könnte dann durchaus ein Ziel sein. Ob dann die 13,24 hält, da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, und ich will ja nicht immer bloß erzählen, wenn die türkische Lira gerade wieder eine neue Fallsucht bekommen hat. Heute hat sie echt extreme Stärke gezeigt. 1,4% zum Beispiel gegenüber dem Euro, auch gegenüber dem US-Dollar hat die türkische Lira heute ordentlich zugelegt. Wichtige Unterstützung wird hier die 4,6250 sein. Das dürfte relativ schwierig werden, die zu überwinden. Knapp drunter gibt es dann nochmal diese markante Wolkenstufe bei 4,6040. Das dürften die beiden wichtigen Punkte sein. Ja, schwache Vorgaben gab es übrigens auch aus Asien. Das hatte heute wahrscheinlich auch den DAX am Anfang ein bisschen ausgebremst. Da war der Grund vor allem Südkorea. Da hat Samsung eine Abstufung hinnehmen müssen und das hat dann den südkoreanischen Markt insgesamt unter Druck gebracht. Auch die anderen asiatischen Märkte sahen jetzt nicht wirklich schön aus. Samsung hat heute mal richtig verloren. Das ist hier der Chart aus der Börse in Seoul. Und warum zeige ich das? Weil letztendlich Samsung auch dafür verantwortlich war und die südkoreanische Börse, dass dann eben Technologiewerte weltweit unter Druck kamen. Beispielsweise eben auch in Deutschland hat der Tech DAX dann heute doch deutlicher verloren als der DAX, nämlich mit 0,85%. Hängt halt alles in unserer globalisierten Welt irgendwie miteinander zusammen. Wir haben jetzt hier bei 2540 rund, ein bisschen tiefer, das ist an die Wolkenkante, haben wir eine Unterstützung und auf der Oberseite, das ist kein ganz lupenreines Doppeltop, denn normalerweise hätte sonst jetzt da dann doch nochmal ein leichtes neues Allzeithoch kommen müssen bei etwas über 2600 Punkten. Das hat nicht ganz geklappt, aber insgesamt sieht das jetzt so aus, wenn wir dann die Wolke durchstoßen, haben wir hier so eine Art Doppeltop, kann man schon sagen. Dann könnte es durchaus eine Korrektur auf die Unterseite geben. Also es ist nach wie vor ziemlich wackelig. Darüber haben wir ja schon letzte Woche gesprochen, dass nicht alles so auf Jahresendrallye aussieht in den Charts, dass es hier durchaus Fragen gibt und die Fragen sind heute nicht kleiner geworden. Heute gab es ja wenig Termine, morgen gibt es ein paar Termine mehr, wobei sich die ganz wichtigen dann doch auch wieder in Grenzen halten. Jeder kann selber lesen, hoffe ich doch zumindest mal. Die wichtigsten Termine sind morgen 15:45 Uhr. Jerome Powell, der zukünftige Chef der Fed, der hat morgen seine Anhörung vor dem Senat. Das wird sicherlich durchaus interessant werden. Und der wichtigste Termin von der Datenfront ist das CB-Verbrauchervertrauen aus den USA um 16 Uhr. Um 21:45 Uhr spricht Steven Mnuchin. Ich habe diesen Termin nicht in allen Wirtschaftskalendern gefunden, deswegen ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß auch, ich habe auch jetzt nicht beim Finanzministerium so ganz genau geguckt, wo er morgen spricht. Vielleicht spricht er ja auch vor dem Senat, wäre ja zumindest eine Möglichkeit. Da
ginge es dann in die Steuerreform. Das könnte dann durchaus interessant sein. Den Termin müssen wir uns also nochmal genauer angucken. Werde ich dann morgen Abend in der morgigen Sendung nochmal drauf eingehen, was denn da genau passieren wird. Und das war's dann für den heutigen Wochenauftakt. Ich danke wie immer für die Aufmerksamkeit und wünsche einen wunderbaren Abend.